Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum ersten USD-Webinar der Reihe ISMS in a Nutshell. Bei unserem heutigen Seminar werden wir uns mit dem Thema des Scopes eines ISMS beschäftigen. Wir gehen am Anfang kurz auf die verschiedenen Anforderungen der Normen ein und zeigen Ihnen anschließend, welche Kniffe Sie anwenden können, um den perfekten Scope zu finden. Wir wollen uns aber natürlich erstmal kurz vorstellen. Mein Name ist Maximilian Müller. Ich bin Managing Security Consultant der USD AG und Lehrbeauftragter an der TU Darmstadt. In meinen Beratungstätigkeiten beschäftige ich mich hauptsächlich mit der prozessualen und organisatorischen Informationssicherheit in Unternehmen, hauptsächlich mit der Implementierung von ISMS nach der ISO 27001, mit verschiedenen Tätigkeiten der Risikoanalyse und des Incident Managements, insbesondere des der Incident Response. Und natürlich habe ich dementsprechend schon mit diversen Scope-Implementierungen und Identifizierungen zu tun gehabt. Und ich bin auch heute nicht alleine bei mir, sondern bei mir ist noch mein Kollege, der Herr Weikert. Genau, auch von mir herzlich willkommen zu unserem Webinar. Mein Name ist Simon Weikert und genauso wie mein Kollege der Maximilian Müller bin ich als Security Consultant unterwegs, jetzt schon seit 3 Jahren in der USD AG. Auch schon so in unterschiedlichsten Projekten rund um das Thema ISMS, Informationssicherheitsmanagementsysteme. Angefangen bei Projekten, die wirklich bei der Implementierung mit Scope-Workshops starten, über solche Themen, wo wir uns auch heute unterhalten wollen, bis hin zu Weiterentwicklungen und Optimierungen von ISMS. Darüber hinaus bin ich zentraler Ansprechpartner bei uns für das Thema Business Continuity Management. Und genau, ansonsten auch aktuell viel in der Finanzindustrie unterwegs und würde Sie jetzt einmal durch unsere Agenda des heutigen Webinars führen. Wir haben für Sie 4 verschiedene Themenblöcke mitgebracht. Wir starten zunächst mit einer kurzen Einführung. Da wird es im Kern darum gehen, um die Frage, wieso definieren wir überhaupt einen Anwendungsbereich? Worauf ist dabei so zu achten? Was für Anforderungen gibt es oder auch sonstige gute Gründe? Dann wird mein Kollege Maximilian Müller Sie durch das Thema Kontext der Organisation führen, wird Ihnen zeigen, wie kann man das Umfeld der eigenen Organisation näher kennenlernen, was gibt es dort zu identifizieren, wie funktioniert das alles. Da wird Sie dann der Kollege durchführen. Im dritten Teil werden wir dann sozusagen den Kreis schließen, indem wir sagen, wie können wir unseren Anwendungsbereich dann basierend auf all diesen Informationen festlegen? Wie funktioniert das? Werden Ihnen da auch noch mal ein paar Tipps mit an die Hand geben. Und im letzten Teil ist dann Zeit für einen Austausch und auch Fragen. Ich bin mir sicher, Sie haben vielleicht jetzt schon Fragen, vielleicht tauchen im Laufe des Webinars einige Fragen auf. Und ansonsten haben wir auch ein paar, ja, typische Fragen mitgebracht, die immer wieder auftauchen, wenn wir uns mit dem Thema Anwendungsbereich beschäftigen. Bevor wir nun mit der Einführung starten, noch 2, 3 organisatorische Hinweise. Die gute Nachricht für Sie ist, Sie bekommen im Anschluss die Folien von uns, so wie wir sie jetzt präsentieren, zur Verfügung gestellt. Das heißt, Sie brauchen hier keine Screenshots machen oder allzu viele Notizen machen. Also Sie bekommen das von uns zur Verfügung gestellt. Das Webinar wird aufgezeichnet und ist danach öffentlich zugänglich. Das heißt, Sie können im Zweifelsfall das Ganze auch einfach nochmal sich angucken oder Ihren Kolleginnen und Kollegen weiterleiten, wenn Sie der Meinung sind, dass man sich das mal anschauen sollte. Und dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mit der Einführung. Ach, ein Hinweis noch, wenn Sie Fragen im Laufe des Webinars haben, dann schicken Sie die gerne in den Chat. Unsere Kollegin wird dort Fragen auch bearbeiten und an uns weiterleiten. Wir werden die dann gesammelt am Ende des Webinars beantworten. Es kann auch sein, dass wir einzelne Fragen zwischendurch mit einschieben, wenn wir der Meinung sind, dass das gerade gut passt. Ansonsten gerne einfach in den Chat schicken. Das Entstummen und miteinander sprechen geht leider hier heute in diesem Format nicht. Gut, dann starten wir mit der Einführung und ich möchte mit Ihnen direkt einmal mit einem Zitat aus der ISO 27001-Norm starten. Die ISO 27001 ist eine internationale Norm, die Anforderungen an ein Informationssicherheitsmanagementsystem stellt. Und ich bin mir sicher, die meisten von Ihnen, die hier heute sich mit dem Thema Anwendungsbereich eines ISMS beschäftigen, kennen auch diese Norm, sind damit in irgendeiner Art und Weise schon mal in Berührung gekommen. Man kann sich nach dieser Norm auch zertifizieren lassen, was natürlich viele Unternehmen machen. Und deswegen ist es auch
wichtig zu verstehen, was diese Norm fordert. Sollte diese Norm für Sie, sage ich mal, keinen bindenden Charakter haben oder Sie damit noch nicht in Berührung gekommen sein, empfehlen wir auf jeden Fall trotzdem, sich diese Norm mal anzuschauen und zumindest als eine Art Guideline oder Hilfestellung auch zu verstehen. Was sagt nun diese Norm zum Thema Festlegen eines Anwendungsbereichs? Wir finden dort in Kapitel 4.1 mit dem Titel Verstehen der Organisation und ihres Kontextes die ersten Hinweise darauf, ja, was wir sozusagen zu tun haben. Und zwar steht hier wörtlich, die Organisation muss externe und interne Themen bestimmen, die für ihren Zweck relevant sind und sich auf die Fähigkeiten auswirken, die beabsichtigten Ergebnisse ihres Informationssicherheitsmanagementsystems zu erreichen. Die Kurzform davon ist im Grunde genommen, bestimme deine externen und internen Themen, die eine Relevanz für dein ISMS haben. Und darüber hinaus finden wir dann auch direkt im Folgekapitel der ISO-Norm einen weiteren Hinweis, was wir sozusagen berücksichtigen müssen. Und zwar dort unter dem Titel Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien finden wir wörtlich, die Organisation muss A, die interessierten Parteien, die für ihr ISMS relevant sind, und B, auch deren Anforderungen in Bezug zur Informationssicherheit bestimmen. Das heißt, wir hatten gerade gesagt, als erstes externe und interne Themen bestimmen und als zweites haben wir jetzt eben noch, welche interessierten Parteien haben wir und was für Anforderungen haben diese. Das sind sozusagen die ersten direkten Hinweise, die wir als Anforderung aus der ISO-Norm haben. Jetzt bleibt die Frage, okay, was haben wir denn darüber hinaus noch, ja, für Gründe, für eine Motivation, einen Anwendungsbereich zu definieren? Und da haben wir dann mal abgesehen von der Norm noch ein paar weitere Gründe mitgebracht. Und das erste Thema ist, wenn Sie einen Anwendungsbereich klar definieren, ja, der sich auch auf Ihre Schlüsseltätigkeiten oder Schlüsselfähigkeiten Ihrer Organisation konzentrieren, ist es wesentlich einfacher, die entsprechende Unterstützung, den entsprechenden Rückhalt von Ihrem Management zu erhalten und auch daran anschließend von den entsprechenden Interessengruppen aus Ihrem eigenen Unternehmen, also von den interessierten internen Parteien. Es ist wesentlich einfacher, die Unterstützung von denen zu erhalten, wenn sie ihnen einfach sagen können, okay, wir haben eine klare Definition, wo quasi der Anwendungsbereich liegt, wer involviert ist und wer eventuell auch nicht involviert ist. Das Gleiche gilt dann eben auch für externe interessierte Parteien. Und hier ist besonders auch darauf zu achten, dass der Anwendungsbereich, den Sie festlegen, einen Mehrwert liefert. Was meine ich damit? Stellen Sie sich vor, Sie sind eine Bank. Ja? Ich bin aktuell viel im Finanzsektor unterwegs, deswegen nehmen wir eine Bank als Beispiel. Und Sie sagen, okay, wir möchten mehr für unsere Informationssicherheit tun. Und deswegen zertifizieren wir uns jetzt nach ISO 27001 und der Anwendungsbereich ist unser internes Schulungszentrum. Dann ist es zwar schön und gut, dass Sie Ihr internes Schulungszentrum zertifizieren und da vielleicht auch ISO-konform arbeiten, aber sehr wahrscheinlich wird es kaum einen Mehrwert haben für Ihre externen interessierten Parteien, wie Ihre Kunden oder Ihre Geschäftspartner beispielsweise. Denen wäre es viel lieber, wenn Sie in Ihren Kerntätigkeiten sozusagen auf die Informationssicherheit achten, also beispielsweise bei Finanzdienstleistungen und Ähnlichem. Und deswegen ist es hier wichtig, dass Sie, wenn Sie Ihren Anwendungsbereich festlegen, eben auch auf den Mehrwert achten. Und wenn Sie das tun, schließt sich dann sozusagen auch der Kreis, dass Sie sagen, okay, wir können über unseren Anwendungsbereich auch darlegen, was für einen Mehrwert wir liefern und dadurch eben auch die Unterstützung aus dem Management, aus interessierten Parteien erhalten. Zu guter Letzt dann noch ein Grund, der vielleicht der offensichtlichste ist, nämlich die Einschätzung des Aufwandes. Sie können einfach, wenn Sie Ihren Anwendungsbereich festgelegt haben, wesentlich einfacher entscheiden oder auch begründen, wie groß der Aufwand sein wird, wie viele Ressourcen tatsächlich benötigt werden. Nehmen Sie an, Sie sind ein großes internationales Unternehmen, dann können Sie sich sicherlich vorstellen, es macht einen Unterschied, ob Sie sagen, als Anwendungsbereich haben wir beispielsweise nur den Standort Frankfurt in Deutschland, ja, und vielleicht begrenzt auf gewisse Schlüsseltätigkeiten. Oder ob Sie sagen, nein, wir nehmen alle Standorte deutschlandweit oder vielleicht sogar europaweit oder international, inklusive aller Prozesse, die dort ablaufen, inklusive aller Abteilungen und. Dann erhöht sich natürlich nicht nur der Anwendungsbereich, sondern auch der Aufwand, der damit sowohl bei der Implementierung als auch später bei der Aufrechterhaltung anfällt.
Genau, das sind sozusagen die ersten Gründe oder die Gründe, weshalb es wichtig ist, seinen Anwendungsbereich zu definieren. Und nun übergebe ich an meinen Kollegen, der Ihnen etwas zum Thema Kontext der Organisation erzählen wird. Müsste sich noch schnell entstummen, dann hören wir ihn auch. So, ja, vielen Dank. Genau, also um erstmal herauszufinden, welcher Bereich in einem Unternehmen sich wirklich dafür eignet, ein ESMS zu implementieren, muss man natürlich erstmal das eigene Unternehmen, die eigene Organisation wirklich gut kennenlernen. Und da gibt es jetzt ein paar Aspekte, auf die ich im Weiteren jetzt genauer eingehen möchte. Es gibt erstmal sehr, sehr, ja, ich würde sagen, sehr allgemeine Punkte, die jetzt sehr oberflächlich sind, aber die doch eine Auswirkung auf ein ESMS haben können. Dazu gehört zum Beispiel die Mission, also die sehr, ja, sehr global, sehr grob gedachten Ziele eines Unternehmens, das im Grunde genommen die Existenz eines Unternehmens rechtfertigt. Dort muss auch das ESMS, das dort integriert wird, muss halt zu der Mission, die das Unternehmen verfolgt, passen. Jedes Unternehmen hat üblicherweise verschiedene Wertvorstellungen, also wirklich grundlegende und dauerhafte Überzeugungen, die auch durch das ESMS gedeckt werden müssen und die sich nicht in irgendeiner Weise mit dem ESMS, ja, ich sag mal, beißen dürfen, weil das Ganze sonst einfach konträr dazu wirkt. Es gibt üblicherweise verschiedene Strategien, die ein Unternehmen verfolgt. Dazu gehört zum Beispiel eine IT-Strategie oder vielleicht sogar eine Cyber-Security-Strategie. Und in beiden Fällen ist es wichtig, dass diese gut zu dem ESMS zusammenpassen und idealerweise durch das ESMS erfüllt werden oder zumindest durch die Implementierung eines ESMS unterstützt werden. Und nicht zuletzt gibt es natürlich sehr, ja, doch etwas konkretere Ziele, dann eher so diese Geschäftsziele, die ein Unternehmen erreichen möchte. Und üblicherweise ist die Implementierung eines solchen ESMS kann durchaus eines dieser Ziele, ja, dabei unterstützen ist, dass diese Ziele zu erreichen. Das heißt also, gegebenenfalls hat das Unternehmen das Ziel, ja, die Wertschöpfung zu erhöhen oder besser gegenüber konkurrierenden Unternehmen dazustehen. Und dabei kann, je nach Branche des Unternehmens, können diese Ziele durch ein ESMS besser und einfacher erreicht werden. Um jetzt den Anwendungsbereich eines ESMS zu identifizieren, gibt es im Grunde genommen zwei Punkte, die hier sehr, sehr wichtig sind. Das eine ist die Identifizierung der Assets. Assets sind im Grunde genommen all die Dinge, die ein Unternehmen braucht, damit es ja funktioniert, damit die Prozesse im Unternehmen funktionieren. Das sind relevante Geschäftsbereiche, Prozesse und Werte. Was dann noch genauer dazu gehört, dazu komme ich gleich im Einzelnen nochmal. Und daneben gibt es noch die sogenannte Anforderungsanalyse. In vielen Fällen hat ein Unternehmen selber intern eigene Anforderungen, die es an die eigene IT, an die eigene IT-Sicherheit stellt. Können irgendwelche Anforderungen sein, die von der IT selber kommen, damit die Prozesse ordentlich funktionieren? Können Anforderungen aus den Fachbereichen sein, die ihre Prozesse ja nach der IT oder nach der Geschäftsstrategie ausrichten wollen? Und diese Anforderungen müssen natürlich bei der Implementierung eines ESMS berücksichtigt werden. Viel häufiger kommen aber Anforderungen bezüglich Informationssicherheit von extern. Es gibt vielleicht vertragliche, gesetzliche oder regulatorische Anforderungen. Es gibt Anforderungen von Dienstleistern, von Kunden, gegebenenfalls irgendwelche Anforderungen von einer Muttergesellschaft, der das Unternehmen unterliegt. Und all diese interessierten Parteien, diese Interessensgruppen wirken natürlich in irgendeiner Weise auf das ESMS. Manchmal positiv, manchmal auch negativ. Und diese Punkte müssen sehr frühzeitig berücksichtigt werden. Und sehr frühzeitig heißt, dass man bereits bei der Implementierung eines Scopes oder des Scopes versucht, diese Anforderungen zu berücksichtigen, damit das ESMS, wenn es später dann implementiert ist, auch wirklich alle diese Anforderungen erfüllen kann. So, und wenn man jetzt diese beiden Punkte zusammennimmt, hat man alle Informationen, um den Scope in einem Unternehmen festzulegen. Dabei führt man ein ESMS innerhalb dieses festgelegten Scopes ein und trifft gleichzeitig klare Regelungen, um eine Kompromittierung der Informationssicherheit von außen zu verhindern. Denn ganz, ganz wichtig ist, nur weil man jetzt ein ESMS innerhalb eines Scopes eingeführt hat, bedeutet das nicht, dass man alles, was draußen herum ist, komplett ignorieren kann.
Angenommen, man nimmt zum Beispiel die Personalabteilung out of scope, also die Fachbereiche, vielleicht Entwicklung, Beratung, die eigene IT-Infrastruktur. Darüber soll ein ISMS aufgezogen werden. Bei der Personalabteilung entscheidet man sich aber dazu, diese out of scope zu nehmen, aus welchen Gründen auch immer. Und das bedeutet jetzt aber nicht, dass die Personalabteilung schalten und walten kann, wie sie möchte. Auch die Personalabteilung hat ja weiterhin Schnittstellen in die Bereiche, die sich innerhalb eines ISMS befinden. Alle Neueinstellungen gehen höchstwahrscheinlich über eine Personalabteilung. Das heißt also, auch hier muss weiterhin gewährleistet werden, dass die Anforderungen der Informationssicherheit so gewährleistet sind, dass es zu keiner Kompromittierung der Informationen des ISMS durch irgendwelche Sicherheitsvorfälle außerhalb des Scopes kommt. Im Falle der Personalabteilung wären das zum Beispiel Background-Checks, die dann zumindest nur für die Personen durchgeführt werden müssten, die sich dann auch tatsächlich im Scope des ISMS befinden, beziehungsweise die sich für Abteilungen bewerben, die sich halt innerhalb des ISMS-Scopes befinden. Und das Ganze haben wir jetzt noch mal ein bisschen detaillierter dargestellt, insbesondere die verschiedenen Umfelder, sowohl intern als auch extern. Zugrunde liegend ist natürlich das Geschäftsmodell sehr, sehr wichtig. Eine Softwareentwicklungsfirma bringt es, ich sag mal, etwas weniger, wenn jetzt nur die Personalabteilung im Scope ist. Bei einer Bank gibt es wiederum andere Bereiche, bei denen es sinnvoller ist, diese mit in den Scope zu nehmen. Das heißt also, hier muss man auf jeden Fall darauf achten, dass die Ziele des Unternehmens entsprechend berücksichtigt werden. Zum Thema Assets hatte ich eben schon was gesagt. Also alle Dinge, die ein Unternehmen benötigt, um seine Wertschöpfung zu erfüllen, um die Geschäftsziele zu erfüllen. All diese Dinge sind natürlich wichtig für ein Unternehmen und das können sehr abstrakte Dinge sein, wie Informationen, Prozesse oder irgendwelche immateriellen Assets, wie zum Beispiel auch der Ruf eines Unternehmens. Das können aber auch sehr materielle Dinge sein, wie Anwendungen, Software, Hardware, Switche, die gesamte IT-Infrastruktur, aber auch Dinge wie das Personal oder verschiedene Standorte. All das zählt zu den Assets eines Unternehmens und all diese Dinge müssen erstmal identifiziert werden und der Wert für das Unternehmen muss erkannt werden, um anschließend zu entscheiden zu können, was sich davon in den Scope, was in den Scope rein soll und was eher außerhalb des Scopes sich befinden soll. Die Struktur des Unternehmens spielt natürlich eine große Rolle. Oftmals werden Scope-Festlegungen anhand diverser Organisationen oder Abteilungen definiert. Das heißt, man sagt, die und die Abteilung befindet sich im Scope, so eben wie eben das Beispiel mit der Personalabteilung, während andere Abteilungen sich vielleicht out of Scope befinden. Das heißt also, auch diese ganze organisatorische Struktur eines Unternehmens muss klargestellt werden. Auch standortübergreifende oder standortbasierte ISMS sind keine Seltenheit. Das heißt also, eventuell lässt man bestimmte Standorte out of scope, weil aus welchen Gründen auch immer sich die Informationssicherheit dort nicht so gut managen lässt wie bei anderen Standorten. Zum Beispiel gibt es ja durchaus Offices, die nur Shared Offices sind, bei denen man nicht die gesamte Kontrolle über die Gebäude hat, über die ganze physische Sicherheit. Und gegebenenfalls macht es dann an der einen oder anderen Stelle Sinn, diese Bereiche out of scope zu nehmen. Interne Vorgaben hatten wir eben schon mal ausführlich. Gegebenenfalls gibt es eigene Anreize, eigene interne Anforderungen, die man an die Informationssicherheit stellt, die natürlich durch das ISMS abgedeckt werden sollen. Und nicht zuletzt ist auch die Kultur im Unternehmen sehr, sehr wichtig, wenn man ein ISMS implementiert. Die ISMS-Implementierung oder das ISMS dann am Ende selber soll nicht dafür sorgen, dass die Kultur in irgendeiner Weise geschädigt wird, weil dementsprechend sinkt auch die Akzeptanz eines solchen ISMS, die Akzeptanz der Prozesse, die dadurch implementiert werden und die Akzeptanz der Maßnahmen, die jetzt plötzlich die Mitarbeiter umsetzen sollen. Das heißt, das sind alles Dinge, die man unbedingt berücksichtigen muss und ich sag mal, auf dem Schirm haben muss, wenn es darum geht, den Scope für ein ISMS festzulegen. So, neben diesem ganzen internen Umfeld gibt es jetzt noch das ganze externe Umfeld. Und das sind im Allgemeinen sind das vor allen Dingen Anforderungen von irgendwelchen externen Parteien, also gesetzliche Anforderungen vom Gesetzgeber, wie zum Beispiel, wenn das Unternehmen eine kritische Infrastruktur ist, gibt es verschiedene Gesetze, die es erfüllen muss. Regulatorische Anforderungen, wie zum Beispiel, wenn das Unternehmen eine Bank ist oder eine Versicherung, dann gibt es Anforderungen, die von der BaFin kommen, wie die BAET, VRET und MA-Risk.
Vertragliche Anforderungen, gerade von Kunden, die sehr darauf Wert legen, dass ihre Informationen bei ihrem Dienstleister geschützt sind, müssen natürlich auch oder sollten idealerweise in irgendeiner Weise erfüllt werden. Und genau auch im speziellen allgemeinen Dienstleister und Kunden, insbesondere bei Dienstleistern muss man natürlich auch dafür Sorge tragen, die kann man jetzt nicht. Man kann nicht das ISMS so, wie es ist, auf den Dienstleister heben, aber man muss dafür sorgen, dass die gesamte Dienstleistersteuerung, zumindest für die Dienstleister, für die das Unternehmen braucht, um die Wertschöpfung zu erhalten, die es braucht, um die Kunden, sage ich mal, zufriedenzustellen, dass die sich auch mit im Scope befindet, damit auch hier die Wahrscheinlichkeit einer Kompromittierung durch die Dienstleister von außen entsprechend verringert wird. Wir hatten jetzt eben ja schon, wir müssen verschiedene Assets identifizieren und dazu gehört vor allen Dingen die Identifizierung von Kernprozessen und Kernaktivitäten. Also das, was das in Unternehmen am eigentlichen ausmacht. Dazu gehören natürlich die Informationsgüter. Also welche Arten von Informationen verarbeitet denn das Unternehmen überhaupt, das jetzt versucht, seine Geschäftsziele zu erreichen? Dazu gehört natürlich die Produkt- oder die Dienstleistungsangebote, die ein Unternehmen ja, seinen Kunden anbietet. Also gibt es bestimmte Güter, die hergestellt werden, dann sollten die Herstellungsprozesse sich idealerweise im Scope befinden. Kommt natürlich sehr auf die Ziele des Unternehmens an, das das Unternehmen verfolgt. Ebenso bei Dienstleistungen, sei es bei der Softwareentwicklung, bei der Beratung. Wenn es wirklich darum geht, den Kern eines Unternehmens abzubilden und das durch das ISMS zu unterstützen und die Informationssicherheit darin zu gewährleisten. Wir müssen gerade diese Kernprozesse ja, betrachtet werden und man muss sie bei der Scope-Definition auf jeden Fall berücksichtigen. Und nicht zum Schluss, was ja damit einhergeht, sind ja im Grunde genommen die zentralen Geschäftsvorgänge. Also gibt es irgendwelche Schlüsselprozesse, die es halt dem Unternehmen erlauben, dass die Ziele erreicht werden, dann versteht es sich häufig von selbst, dass diese natürlich sich innerhalb des Scopes befinden sollten, damit auch hier die Informationssicherheit entsprechend gewährleistet werden soll, kann. Neben diesen Prozessen gibt es noch viele weitere Arten von Assets. Hier zum Beispiel die Infrastruktur. Es gibt Hardware, es gibt Software. Gerade im Rahmen der Implementierung eines ISMS spielen natürlich Anwendungen, also Software, eine sehr große Rolle, weil vor allen Dingen die ganzen IT-Assets hier im Rahmen des Asset Managements und des Risikomanagements überwacht werden. Die Netzwerke, die IT-Infrastruktur verwaltet. Auch dort kann man natürlich genau definieren, welche Teile von Netzwerken sich im Scope befinden sollen und welche Teile sich out of Scope befinden sollen. Und wie eben auch schon genannt, Standorte. Auch hier kann es Vor- und Nachteile geben, bestimmte Standorte in oder out of Scope zu nehmen. Da gibt es eine ganze Reihe an interessierten Parteien, die mehr oder weniger einen positiven oder negativen Einfluss auf ein ISMS haben kann. Hier sind jetzt eine ganze Reihe an Beispielen aufgelistet, natürlich Dienstleister, Kunden, Interessensgruppen, die Öffentlichkeit, weil das öffentliche Ansehen natürlich, gerade wenn es darum geht, die Konkurrenz zu überbieten durch ein ISMS, natürlich sehr, sehr wichtig ist, Gesetzgeber, was die gesetzlichen Anforderungen angeht, aber auch interne Gruppierungen wie Gewerkschaften, Betriebsrat, Aufsichtsrat, Angestellte oder irgendwelche Managementteams. All diese Personengruppen können zum Teil einen Einfluss auf das ISMS haben, sowohl positiver als auch negativer Natur. Es kann sehr positiv sein für die IT-Infrastruktur, wenn ein ISMS implementiert wird, dass sich möglicherweise die Prozesse innerhalb der IT-Infrastruktur vereinheitlichen, dass du durch die Dokumentation, die innerhalb eines ISMS angefertigt wird, die Prozesse ja, standardisiert werden können und möglicherweise sogar zum Teil automatisiert werden können. Das heißt also, das wäre ein Beispiel, bei der die IT-Infrastruktur davon profitieren könnte. Auf der anderen Seite könnte es zum Beispiel sein, dass die Personalabteilung eines Unternehmens ja, durch das ISMS, ich sag mal böse gesagt, in Mitleidenschaft gerät. Gegebenenfalls gibt es große Dokumentationsarbeiten. Vielleicht wird das Ganze durch verschiedene Prozesse, die man versucht zu etablieren, zu langsam und zu aufwendig, dass es vielleicht sinnvoller ist, das Ganze out of scope zu nehmen. Natürlich weiterhin unter Betrachtung der Risiken, dass natürlich die Kompromittierung der Informationssicherheit durch Außen weiterhin betrachtet werden muss. Und all diese Dinge
Genau. Und das heißt, was man hier an dieser Stelle tun muss, ist zuerst einmal zu analysieren, welche Anforderungen und Erwartungen haben denn alle diese interessierten Parteien. Das heißt also, man schaut sich alle Verträge an, man schaut sich alle externen Anforderungen an, den Gesetzen, denen man unterliegt. Man sollte Workshops durchführen, man sollte eine grobe, sehr abstrakte Planung sich schon mal machen, was es bedeutet für bestimmte Abteilungen und für bestimmte Stakeholder, wenn jetzt ein ISMS auf sie zukommt. Diese Anforderungen müssen natürlich validiert werden. Also es kann sein, dass es bestimmte Anforderungen gibt, die jetzt, sage ich mal, keinen Einfluss auf das ISMS haben, die nicht durch eine ISMS erfüllt werden können. Vielleicht gibt es irgendwelche Anforderungen, zum Beispiel in der BAET, die komplett ISMS unabhängig sind, die aber allgemein die IT-Infrastruktur oder den IT-Betrieb betreffen, aber jetzt nicht direkt etwas mit Informationssicherheit zu tun haben. Und gegebenenfalls gibt es auch interne Anforderungen von Mitarbeitern oder Abteilungen, die ja, mit der Informationssicherheit ebenfalls nichts zu tun haben oder ja, durch eine ISMS gar nicht erfüllt werden können. Entsprechend sollten jeweilige Rollen und Verantwortlichkeiten definiert werden. Das Ganze passiert natürlich auch sehr ausführlich bei der Implementierung eines ISMS, aber auch schon vorher sollte man sich grob überlegen, wer für welche bestimmten Aspekte der Informationssicherheit verantwortlich ist, sowohl natürlich global, wenn es darum geht, die Definition eines CISOs oder einer ISO-Organisation zu definieren, als auch in den einzelnen Teams, wenn es darum geht, gegebenenfalls irgendwelche Security Champions in der Entwicklungsabteilung festzulegen, damit man auch an dieser Stelle schon mal ja, erkennen kann, welche Ressourcen werden denn eigentlich durch ein ISMS zukünftig gebunden. Und auch was diese Ressourcen angeht, je nach Ressourcenbedarf steigt natürlich dann auch der jeweilige Aufwand. Genau. Und wie schon eben gesagt, die Beeinflussung dieser unterschiedlichen Interessensgruppen kann sowohl positiv als auch negativ sein. Und man muss all diese positiven und negativen Aspekte berücksichtigen. Das heißt nicht, dass man jetzt nur die positiven Aspekte mit ins Scope nimmt und alles Negative ja, rauswirft. Aber man muss, sage ich mal, eine Balance finden, die auch die Ziele des Unternehmens ja, unterstützt, sodass das Unternehmen die Ziele erreichen kann. Also bevor man sich natürlich jetzt, nachdem man jetzt das gesamte Unternehmen betrachtet hat, man hat eine genaue Struktur des Unternehmens und weiß jetzt, wo was liegt, muss man natürlich, bevor man dann das hingeht und sagt, okay, wir nehmen jetzt bestimmte Gruppierungen, bestimmte Elemente aus unserem Unternehmen heraus und spielen mal perspektivisch durch, wie das ist, wenn jetzt hierüber ein ISMS liegt, muss man sich natürlich erstmal klar machen, was will man überhaupt erreichen? Also will man irgendetwas durch das ISMS erreichen? Ist das Ganze durch äußere Faktoren vor allen Dingen getrieben? Möchte man einen Geschäftsvorteil erreichen? Dann geht es vor allen Dingen darum, die Abteilungen in den Scope zu nehmen, die das Geschäft voranbringen. Beim Softwareentwicklungsunternehmen wären das natürlich die Fachbereiche, die Softwareentwicklung entwickeln. Möchte man allgemein Informationssicherheitsvorfälle vermeiden, weil es einfach darum geht, die eigenen Informationen und Systeme zu schützen? Möchte man eventuell das Risikomanagement verbessern, um vielleicht Sicherheitsvorfällen vorzuwirken? Dann gibt es vielleicht andere Interessensgruppen, andere Abteilungen, wie zum Beispiel die IT-Infrastruktur oder eigene Incident-Response-Teams, die man besser mit in den Scope nehmen kann, um hier die Ziele des ISMS, die Ziele der Informationssicherheit zu erreichen. Also diese ganzen Aspekte gilt es auf jeden Fall vor Beginn der eigentlichen Implementierung zu klären, weil man möchte kein, also dass die Gefahr besteht sonst, dass man ein ISMS einführt über bestimmte, sagen wir mal, bestimmte Abteilungen, bestimmte Standorte und bestimmte Netzwerkinfrastrukturen und man danach feststellt, ja, okay, wir haben jetzt ein ISMS, aber das bringt uns gar nichts, weil die Ziele, die wir uns gesetzt haben, liegen eigentlich ganz woanders. Das heißt also, man muss sich wirklich im Vorhinein klar werden, was will man mit dem ISMS erreichen, um dann überprüfen zu können, ob der Scope, den man jetzt definiert hat und den man überlegt anzuwenden, ob man in der Lage ist, diese Ziele mit Hilfe des ISMS über diesen Scope zu erreichen. Und wie man jetzt den Anwendungsbereich festlegt über diese ganzen Faktoren, die ich eben genannt hatte, das wird Ihnen jetzt mein Kollege darlegen.
Genau, vielen Dank. Damit hast du eigentlich meine Einleitung schon wieder vorweggenommen. Vielen Dank für die ganzen Informationen. Das war auf jeden Fall einiges, was sozusagen schon mal zu berücksichtigen ist, wenn wir unseren Anwendungsbereich festlegen wollen. Viele Informationen zum Umfeld des Unternehmens. Und jetzt ist eben genau die Frage, wie können wir aus all diesen Informationen, all diesen verschiedenen Puzzleteilen eben unseren Anwendungsbereich festlegen? Und auch hier möchte ich einmal kurz mit einem Statement aus der ISO-Norm wieder starten. Wir finden auch hier wieder einen Hinweis darauf, was konkret zu tun ist, wenn wir unseren Anwendungsbereich festlegen wollen. In dem Kapitel 4.3 mit der gleichnamigen Überschrift Festlegen des Anwendungsbereichs des ISMS finden wir wörtlich, dass die Organisation muss die Grenzen und die Anwendbarkeit des ISMS bestimmen, um dessen Anwendungsbereich festzulegen. Worauf dabei zu achten ist, ist einerseits unter Punkt A die unter 4.1 genannten externen und internen Themen. Das sind genau die Themen, über die mein Kollege gerade berichtet hat, angefangen bei ihrer Mission, ihren Zielen des Unternehmens, ihrer Struktur, der darunterliegenden Infrastruktur, auch ihrem Geschäftsmodell oder auch externen Faktoren wie beispielsweise gesetzliche und regulatorische Anforderungen oder Kunden. Das sind all diese Themen, die wir hier laut ISO-Norm in Kapitel 4.1 finden. Dazu kommt dann die unter Punkt B, die unter 4.2 genannten Anforderungen. Das sind die Anforderungen der interessierten Parteien. Auch darüber hat Maximilian Müller eben ausführlich berichtet. Und dann haben wir noch unter Punkt C Schnittstellen und Abhängigkeiten zwischen Tätigkeiten, die Sie selbst durchführen in Ihrer Organisation und Tätigkeiten, die von anderen Organisationen durchgeführt werden. Das heißt auch hier wieder in der Kurzform, was ist jetzt sozusagen noch zu beachten? Und das wären eben die Festlegung der Grenzen unter Berücksichtigung der Schnittstellen und Abhängigkeiten. So können wir quasi diese ganzen Puzzleteile zusammenfügen. Bevor wir dort ins Detail gehen, noch ein wichtiger Hinweis, der hier so fast schon versteckt im letzten Satz dieses ISO-Kapitels steht. Der Anwendungsbereich muss als dokumentierte Information verfügbar sein. Das steht hier so unscheinbar, ist aber durchaus wichtig, auch für das Verständnis. Es reicht nicht aus, wenn Sie sich, sage ich mal, mit Ihrem Management, mit Ihrer Geschäftsführung an einen Tisch setzen und sich mal darüber austauschen, wie könnte ein Anwendungsbereich aussehen, sondern am Ende des Tages muss das Ganze auch wirklich schriftlich dokumentiert verfügbar sein als dokumentierte Information. Es gibt da verschiedene Optionen, wie man das Ganze darstellen kann. Da möchten wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber das bitte auch einfach mit berücksichtigen, dass wir das Ganze in Form einer dokumentierten Information benötigen am Ende. Wie bestimmen wir jetzt die Grenzen unseres Anwendungsbereichs für unser ISMS? Es gibt drei verschiedene Optionen, wie wir das Ganze machen können. Das erste sind sozusagen die physischen Grenzen, also die Grenzdefinition über den Zutritt. Physische Grenzen sind eigentlich mit am einfachsten, weil sie greifbar sind. Also man kann sie tatsächlich sehen und anfassen. Das beginnt beispielsweise bei einem Zaun ums Gelände Ihres Betriebs. Das sind Eingangstüren und Wände beispielsweise oder auch je nach Unternehmen verschiedene Sicherheitszonen, wo man eben nur mit einem bestimmten Schlüssel eben Zutritt zum Beispiel erhält. Das heißt, diese physikalischen und räumlichen Grenzen sind sozusagen die erste Ebene, auf der wir unseren Geltungsbereich, unseren Anwendungsbereich eben eingrenzen können. Sie können beispielsweise sagen, okay, wir nehmen ganze Standorte eben aus unserem Anwendungsbereich raus oder eben auch rein. Sie können eventuell einzelne Gebäude ein- oder ausschließen oder auch einzelne Stockwerke. Das kommt natürlich auf den jeweiligen Anwendungsfall an. Die zweite Option, wie wir unsere Grenzen festlegen können, sind quasi informationstechnische Grenzen, also die Definition über Zugang und Zugriff. Das sind jetzt nicht mehr, ich sage mal, anfassbare Grenzen, wie jetzt beispielsweise eine Tür oder ein Gebäude, sondern das sind mehr logische technische Grenzen, die vorliegen. Das heißt, hier liegt so ein bisschen oder dahinter liegt so ein bisschen die Frage, worauf können Mitarbeitenden zum Beispiel zugreifen, auf welche Daten, auf welche Informationen, auf welche Systeme. Das ist sozusagen die Frage, die hier dahinter steht. Und auch hierüber können wir eben wieder unseren Anwendungsbereich entsprechend zuschneiden, indem wir beispielsweise sagen, einzelne IT-Systeme, einzelne Anwendungen und Ähnliches werden eben
in oder aus dem Scope genommen. Das kann ganz unterschiedliche Gründe und auch Vorteile mit sich bringen. Mein Kollege hat das auch schon angebracht. Es kommt natürlich darauf an, welches Geschäftsmodell Sie haben, was Sie sozusagen Ihre Geschäftsprozesse sind, womit Sie auch Geld erwirtschaften. Dementsprechend können Sie auch schauen, welche IT-Systeme oder allgemein, ja doch, welche IT-Systeme und Anwendungen liegen quasi unter diesen Prozessen, also welche Systeme werden dafür verwendet und können dann natürlich auch entscheiden, was wird innerhalb unseres Anwendungsbereichs sein und was könnte auch außerhalb sein. Die dritte Möglichkeit sind dann organisatorische Grenzen. Auch darüber können wir eine Definition vornehmen. Es ist so, dass eigentlich jedes Unternehmen hat eine gewisse Organisationsstruktur. Sie haben gewisse Hierarchien, sie haben gewisse Abteilungen, Teams und auch Mitarbeiterstrukturen. Es gibt verschiedene Personen und Rollen mit entsprechenden Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten, Aufgaben und so weiter. All das bildet sozusagen Ihre Organisationsstruktur ab. Also einfach, wie arbeiten Sie, in welchen Zusammenstellungen und Konstellationen? Und auch hierüber kann man eben den Anwendungsbereich definieren, indem man beispielsweise eine Abteilung in oder außerhalb des Scopes nimmt. Mein Kollege hat vorhin das Beispiel angebracht mit der Personalabteilung, mit der HR-Abteilung, dass man die beispielsweise ausschließen könnte, wenn sie jetzt keinen Einfluss auf die Informationssicherheit hätte. Wie sinnvoll sowas ist, muss ich immer im Einzelfall entscheiden. Allerdings haben wir vorhin schon an dem Beispiel gemerkt, auch wenn es teilweise auf den ersten Blick so aussieht, als könnte man hier Sachen ausschließen, muss man eben immer berücksichtigen, und das gilt für alle drei Grenzdefinitionen, wenn wir etwas ausschließen aus unserem Anwendungsbereich, haben wir immer noch wahrscheinlich eine Schnittstelle oder mehrere Schnittstellen zu diesen Ausschlüssen. Und das muss man immer auch in seine Überlegung mit einbeziehen. Jetzt haben wir sozusagen diese verschiedenen Puzzleteile. Wir haben einerseits all diese Informationen, die mein Kollege eben vorgestellt hat, das interne und externe Umfeld, die entsprechenden Interessenvertreter, interessierten Parteien, die auch sowohl intern als auch extern sein können. Wir haben jetzt drei Methoden kennengelernt, wie wir hier Grenzen definieren können. Und jetzt bleibt natürlich die Frage, wie können wir aus all diesen Puzzleteilen unseren Anwendungsbereich zusammenbasteln. Man kann sich das bildlich ein bisschen so vorstellen, bleiben wir mal bei dem Beispiel der IT-Systeme. Sie drucken sich eine IT-Landschaft, eine Karte aus, legen sie auf den Tisch und fangen an, mit einem Stift Kreise zu ziehen. Was innerhalb der Kreise ist, ist sozusagen innerhalb des Anwendungsbereichs, was außerhalb ist, außerhalb. Wie ziehen Sie jetzt diese Kreise? Um diese Kreise ziehen zu können, damit das Ganze auch wirklich vernünftig ist, müssen Sie all diese Themen berücksichtigen, die jetzt mein Kollege zum Beispiel erzählt hat. Also Sie schauen sich an, welche Ziele hat mein Unternehmen? Welche Werte hat mein Unternehmen? Welche Kultur hat mein Unternehmen? Was für eine Strategie verfolgen wir? Wie sieht die darunterliegende Struktur aus? Ja? Es bringt nichts, wenn Sie einen Anwendungsbereich wählen und dann feststellen, wir haben überhaupt nicht die Kapazitäten dafür, das umzusetzen, wir haben überhaupt nicht die Ressourcen dafür, das umzusetzen. Das heißt, Sie müssen all diese Komponenten mit berücksichtigen, wenn Sie einen Anwendungsbereich festlegen. Sie müssen sich überlegen, okay, wenn ich dieses oder jenes aus meinem Anwendungsbereich ausschließe, ist das dann konform mit den gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen, die auf mein Unternehmen einwirken? Deshalb haben Sie diese am Anfang ja identifiziert, um das genau jetzt eben mit einfließen lassen zu können. Und demgegenüber steht dann eben auch die Frage, was für ein Aufwand, was für einen Ressourcenbedarf weckt diese Variante, wenn ich diesen Scope, diesen Anwendungsbereich wählen würde. Natürlich ist es so, dass einerseits der Anwendungsbereich zu Ihren Unternehmenszielen insbesondere passen muss, aber andererseits muss es für Sie auch umsetzbar sein und aus ressourcentechnischer Sicht auch umsetzbar sein. Genau, damit haben Sie eigentlich schon alle Werkzeuge mit an die Hand, um quasi Ihren Anwendungsbereich festzulegen. Eine Sache, die wir Ihnen noch mit auf den Weg geben wollen, gerade wenn Sie auch ein Informationssicherheitsmanagementsystem neu einführen, kommt immer wieder die Frage auf, kann ich denn meinen Anwendungsbereich auch ändern oder lege ich den einmal fest und dann muss ich sozusagen ja für immer damit leben und bin hier sozusagen darauf festgeschrieben. Kleiner Spoiler vorneweg, nein, so ist es nicht. Sie können Ihren Anwendungsbereich ändern. Es gibt gewisse Dinge, die man dafür berücksichtigen muss. Aber grundsätzlich ist es so, dass Sie Ihren Anwendungsbereich ändern und dementsprechend auch erweitern können. Worauf ist dabei zu achten? Wir starten hier links unten an der Folie. Wenn Sie Ihren Anwendungsbereich ändern müssen, dann gilt es, eine Bewertung, Genehmigung und Dokumentation dieser Änderung vorzunehmen. Bewertung heißt, Sie müssen die Auswirkungen analysieren.
Nehmen wir mal an, Sie wollen Ihren Anwendungsbereich erweitern, also vergrößern, beispielsweise einen neuen Standort mit aufnehmen, neue Geschäftsprozesse mit aufnehmen, weil Sie in der Analyse, die mein Kollege erklärt hat, neue Kernprozesse identifiziert haben, neue wichtige Geschäftsprozesse, die mit denen Sie Geld erwirtschaften. Da müssen Sie hier eine Analyse machen, was für Auswirkungen könnte das Ganze haben. Sind wir damit vielleicht neuen Risiken ausgesetzt? Schaffen wir damit Angriffsflächen für neue Bedrohungen oder auch mögliche Schwachstellen? Wie sieht es aus mit Ressourcen an der Stelle? Wenn Sie Ihren Anwendungsbereich beliebig erweitern, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie dadurch natürlich auch einen erhöhten Ressourcenbedarf haben. Erstens bei der Neuimplementierung des ISMS, aber zweitens auch später bei der Aufrechterhaltung des ISMS. Das heißt, all das fließt hier mit rein, dass Sie da eben eine Analyse Ihrer Auswirkungen machen. Im nächsten Schritt würden Sie dann eben diese begründete Änderung mit Ihrem Management besprechen, mit Ihrer Geschäftsführung. Im optimalen Fall würde diese natürlich sagen, ja, das passt, das können wir so machen. Sollte dem nicht der Fall sein, müssen Sie sowieso nochmal quasi einen Schritt zurückgehen und das Ganze neu planen. Nehmen wir jetzt aber mal an, wir haben die Unterstützung aus dem Management. Das heißt, bei Ihnen intern sind sich alle einig, wie und warum und dass man den Anwendungsbereich ändern möchte. Dann gibt es jetzt noch zwei weitere Dinge, auf die man achten muss. Das erste ist das Thema Scope Statement. Für diejenigen, die nicht genau wissen, was ein Scope Statement ist oder damit noch nicht so viel in Berührung kam. Es gibt die Möglichkeit, direkt auf einem ISO-Zertifikat ein Scope Statement abdrucken zu lassen. Und das ist sozusagen eine zusammenfassende und öffentliche Erklärung. Sie steht ja auf dem Zertifikat, das auch öffentlich ist. Eine zusammenfassende öffentliche Erklärung. Und dort wird quasi ja möglichst high level so Ihr Anwendungsbereich nochmal beschrieben. Und da ist es wirklich wichtig, darauf zu achten, bei diesem Scope Statement so generisch wie möglich zu bleiben, damit man eben, wenn man jetzt den Anwendungsbereich verändern möchte, nicht in die Bredouille kommt, dass dieses Scope Statement nicht mehr gültig ist. Denn damit würden alle Zertifikate aus der Vergangenheit, die dieses falsche Scope Statement, das nicht mehr zum aktuellen Anwendungsbereich passt, ungültig werden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn Sie sich jetzt entschieden haben, den Anwendungsbereich zu erweitern beispielsweise, dann können Sie das im Rahmen von einem Überwachungsaudit machen. Das heißt, die Auditoren werden sich dann diesen Antrag anschauen und werden das Ganze beurteilen. Im besten Fall werden Sie das Ganze genehmigen, werden sagen, ja, das passt, das macht Sinn, wir haben das geprüft, wir sehen, was hier gemacht wird, alles in Ordnung. Die zweite Variante ist, dass die Auditoren sagen, nein, das passt für uns nicht. Dann wird das Ganze natürlich begründet, also keine Sorge, man sagt da nicht einfach nur nein, sondern man begründet es auch, man wird dann ihnen auch sagen, was man erwartet, was zu tun ist. Und hier ist es wichtig, Sie verlieren dadurch nicht Ihr Zertifikat. Das heißt, nehmen wir mal an, Sie sind jetzt ein paar Jahre mit Ihrem ISMS in Betrieb, sind zertifiziert, entscheiden sich dann, das Ganze zu erweitern, beispielsweise auf einen neuen Standort, auf neue Geschäftstätigkeiten und ähnliches. Und es würde zum ersten Durchlauf abgelehnt werden aus begründbaren Argumenten. Dann würde man hier nicht sein aktuelles ISO-Zertifikat verlieren und auf einmal ohne Zertifizierung dastehen. Genau. Und damit gehen wir auch schon über zu dem Thema Fragen. Das heißt, hier nochmal die Erinnerung, wenn Sie Fragen haben, gerne einfach in den Chat schicken. Und wir werden in der Zeit uns einmal, ja, die fünf häufigsten Fragen anschauen, die immer wieder mit dem Thema Anwendungsbereich in Verbindung auftauchen. Da würde ich direkt einmal anfangen mit der ersten Frage, ist der Scope öffentlich? Üblicherweise ist es so, dass die Scope-Definition oder die Festlegung des Anwendungsbereichs öffentlich ist, weil es eben auch dritten Parteien eine Einschätzung ermöglicht. Ich hatte vorhin das Beispiel mit der Bank und dem internen Schulungszentrum gebracht. Hier ist es immer wieder auch wichtig, dass man eben bei einem Dienstleister beispielsweise auch schauen will, okay, was für einen Anwendungsbereich hat er gewählt? Passt es? Unterstützt es auch die Prozesse, die wir von dem Dienstleister einkaufen oder beziehen, damit man hier eben sehen kann, wie sozusagen der Anwendungsbereich liegt und ob das wirklich zum Vorteil ist. Deswegen ja, grundsätzlich ist das öffentlich, der Anwendungsbereich. So, die zweite Frage macht mein Kollege nach der Entstummung. Ja, dann bekommen wir häufig die Frage, ja, was machen wir denn, wenn wir jetzt verschiedene Standorte haben? Müssen die jetzt alle mit in den Scope oder kann man sich da überlegen, welche Standorte mit man in den Scope nimmt? Und
Ja, das hatten wir ja eben auch schon eigentlich dargelegt. Je nachdem, wie man den Scope halt definiert, können einzelne Standorte ausgeschlossen werden. Beispielsweise hat man vielleicht einen Hauptstandort, man hat der ein oder anderen mittelgroßen Nebenstandort und vielleicht noch einzelne Shared Offices außen herum. Dann kann man durchaus zum Beispiel die Shared Offices out of scope nehmen, wenn es irgendwelche betrieblichen Gründe hat, wenn es den Aufwand verringert und wenn es jetzt nicht irgendwie zum Nachteil des ISMS gilt. Alternativ kann man aber auch den Scope über andere Faktoren steuern. Das heißt, man kann sagen, eine bestimmte Abteilung ist im Scope. Ein Teil der Abteilung sitzt an diesem Standort, ein Teil auf dem anderen Standort. Das bedeutet nicht, dass ein gesamter Standort im Scope oder out of Scope ist, aber Teile jeweils des Standortes befinden sich dann zum Teil sowohl im Scope als auch außerhalb des Scopes. Genau. Die nächste Frage, die auch immer wieder auftaucht, ist die Frage, wer ist eigentlich zuständig? Wer ist für die Festlegung des Scopes oder des Anwendungsbereichs zuständig? Hier gibt es eine recht simple Antwort, nämlich das Management bzw. die Geschäftsführung. Das betrifft übrigens nicht nur den Anwendungsbereich selbst, sondern auch ihr Informationssicherheitsmanagementsystem. Unterm Strich ist es immer so, dass die Zuständigkeit bzw. die Verantwortlichkeit eben bei Ihrem Top-Management liegt. Und so ist es auch eben, wenn wir die Größe oder den Umfang Ihres Scopes festlegen möchten. Ich glaube, wir hatten genug Beispiele im Laufe des Webinars, warum das Ganze sinnvoll ist, wenn man das Ganze im Einklang mit seiner Geschäftsstrategie festlegen möchte, warum eben auch das Management hierfür zuständig sein sollte, zumindest für die Unterschrift. Das Ganze kann natürlich gerne durch den Informationssicherheitsbeauftragten vorbereitet sein, aber zuständig ist das Management. Dann machen sich häufig Unternehmen und Organisationen Sorgen darüber, was passiert denn jetzt, wenn der Scope zu klein ist oder was kann passieren, wenn der Scope dann doch zu groß ist. Genau, um mal kurz auf diese beiden Fälle einzugehen. Ein zu kleiner Scope kann einfach, bede also bedeutet halt einfach, man hat irgendwie weniger Abteilungen, weniger Assets, weniger Standorte im Scope als ein vergleichsweise größerer Scope. Und bedeutet natürlich erstmal, okay, der Umfang des Scopes ist geringer, bedeutet auch der Aufwand, um dieses ISMS zu implementieren, ist geringer. Allerdings muss man beachten, dass es viele Dinge gibt, die nicht mit der Größe eines Scopes, eines ISMS skalieren. Eine Leitlinie braucht man so oder so. Man braucht ein Rahmenwerk, man braucht Anforderungen für die Endnutzer. Also das ganze Thema Richtlinien, Dokumentation ist so oder so da, unabhängig des Scopes. Und die Gefahr besteht halt, wenn der Scope zu klein ist, dass dann die Ziele des Unternehmens verfehlt werden, beziehungsweise die Ziele des ISMS verfehlt werden. Das heißt, man hat sich irgendwie vorgenommen, man möchte konkurrenzfähig bleiben, hat aber jetzt nur die Personalabteilung mit in den Scope genommen, während die Entwicklungsabteilung out of Scope ist. Mal ein sehr heftiges Beispiel. Und dann kann halt, dann wird das Ziel des ISMS nicht entsprechend erfüllt, weil halt der wertschöpfende Prozess sich halt nicht im Scope befindet. Ein zu großer Scope wiederum bedeutet, man hat mehr Aufwand bei der Implementierung. Man hat zwar mehr Informationssicherheit im Unternehmen, mehr Informationssicherheit ist immer besser, aber es bedeutet halt auch, dass das Ganze aufwendiger wird, dass das Ganze länger dauert, bis die Implementation, ja, sage ich mal, abgeschlossen ist und dass gegebenenfalls auch die Prozesse, die man dafür implementiert, komplexer werden, sodass es eventuell nicht mehr ganz so gut handelbar ist. Genau. Und damit noch zu der letzten Frage, die wir mitgebracht haben. Es gibt immer wieder Beispiele, dass Unternehmen bereits ein eingeführtes Managementsystem haben, wie beispielsweise das Qualitätsmanagementsystem nach der ISO 9001. Und hier dann eben die Frage aufkommt, müssen diese Managementsysteme jetzt genau den gleichen Anwendungsbereich haben oder kann ich hier auch voneinander abweichen? Auch hier ist die Antwort, kurz, nein, müssen nicht den gleichen Scope haben. Man kann hier Unterschiede haben, also man kann unterschiedliche Scopes festlegen. Diese Managementsysteme können auch völlig
frei voneinander, unabhängig voneinander betrieben werden. Wir empfehlen aber auf jeden Fall natürlich darauf zu achten, was habe ich denn für mögliche Synergien, die ich nutzen kann. Also ein Kollege hat es eben auch gesagt, gewisse Dokumentationsanforderungen oder auch beispielsweise, wenn man an Reporting-Strukturen oder Ähnliches denkt, häufig kann man hier eben auch einfach die Synergie nutzen, weshalb es auch sinnvoll sein kann, gewisse Ähnlichkeiten oder ja gleiche Anwendungsbereiche zu haben, aber es ist grundsätzlich nicht so, dass das gleich sein muss. Gut, dann ist jetzt an dieser Stelle Zeit für Ihre Fragen. Ich habe auch gesehen, dass die ersten Fragen schon bei uns eingetroffen sind. Dann würde ich sagen, starten wir doch einfach direkt mit der ersten Frage. Und zwar lautet diese, ich lese sie einmal vor, müssen externe administrative Dienstleister im Scope enthalten sein? Möchtest du zuerst oder soll ich etwas dazu sagen? Fang du gerne an und ich ergänze. Alles klar. Also die Frage ist, müssen externe administrative Dienstleister im Scope enthalten sein? Ich glaube, grundsätzlich ist so das Thema, wie kann ich denn externe Dienstleister mit in den Scope nehmen? Vielleicht sollten wir darüber kurz sprechen. Natürlich kann man jetzt nicht per se einen externen Dienstleister, also von einem unabhängigen Dienstleister, ich spreche jetzt nicht von einer Tochtergesellschaft oder ähnliches, kann man jetzt nicht per se als komplettes Unternehmen oder sowas mit in den Scope nehmen. Man hat hier eher so eine Art Schnittstellenbetrachtung, würde ich sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie aufgrund des Wortes administrative Dienstleister sozusagen auch meinen, das ist für uns ein wichtiger Dienstleister, der auch wirklich administrative Tätigkeiten durchführt im Sinne von IT-Administration. Auf jeden Fall, wenn dem so der Fall ist, sollte natürlich dieses Unternehmen oder dieser Dienstleister auch im Scope berücksichtigt werden. Wie sich das dann genau gestaltet, müsste man dann eben nochmal im Einzelfall schauen. Ergänzungen? Nur im Sinne von, also es bedeutet, wenn sich jetzt etwas im Scope befindet, ein Dienstleister, wenn sich etwas, eine Dienstleistung grundsätzlich im Scope befindet, bedeutet das schlicht ergreifend, man gibt üblicherweise Anforderungskataloge an diese Dienstleister weiter. Das können die eigenen Richtlinien sein, das kann der Annex der 27001 sein, das kann so ein Mischding sein, dass man sagt, okay, wir haben jetzt diesen Dienstleister, das schneiden wir explizit darauf zu. Und dann wird das Ganze üblicherweise weitergegeben, um ja, eine Kompromittierung der Informationssicherheit von außen zu verhindern, beziehungsweise zumindest das Risiko entsprechend zu senken. Genau, das ist, glaube ich, nochmal eine wichtige Ergänzung. Das ist auch das, was ich mit dem Thema Schnittstelle meinte. Sie haben nicht bei Dienstleistern nicht den Zugriff wie im eigenen Unternehmen. Aber natürlich können Sie die entsprechenden Anforderungen weitergeben und sollten in der Regel auch dann vertraglich geklärt haben, dass diese Anforderungen zu erfüllen sind. Dann haben wir noch eine zweite Frage. Auch diese werde ich jetzt einmal kurz vorlesen. Geht auch in die Richtung Dienstleistermanagement. Und zwar lautet die Frage: Könnten Clients im Dienstleistungsscope nicht mit im Anwendungsbereich betrachtet werden? Also hier zur Klärung, mit Clients sind Arbeitsplatzrechner gemeint, steht hier auch mit dabei, also die klassischen Workstations, die klassischen Laptops, an denen in dem Fall dann wohl die Mitarbeiter arbeiten. Und die Frage eben, könnten Clients im Dienstleistungsscope nicht mit im Anwendungsbereich betrachtet werden? Vielleicht möchtest du diesmal loslegen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich die Frage so richtig verstehe, wie sie gestellt wurde. Also ich kann ja kurz sagen, wie ich sie verstehe. Und zwar, auch wenn das Ganze über einen Dienst, also ich gehe davon aus, dass diese Arbeitsplatzrechner über einen Dienstleister gemanagt werden, über einen Dienstleister betrieben werden, gegebenenfalls sorgt der dafür, dass neue Software installiert wird, dass die Antivirenscanner auf dem aktuellsten Stand gehalten werden, dass regelmäßig Updates und Patches eingespielt werden. Und ja, man kann natürlich in einer gewissen Weise auch hier Anforderungen weitergeben. Allerdings muss man sagen, auch hier ist das Ganze ja eine Dienstleistung. Das heißt also, man hat nicht, sage ich mal, den gleichen Zugriff auf einen Dienstleister üblicherweise, wie wenn es die IT im eigenen Haus sitzt. Es ist ziemlich schwierig, sage ich mal, wenn man einen festen Change-Management-Prozess, nehmen wir mal das mit, oder einen Backup-Prozess, wenn man sich die selber definiert hat, wenn man sagt zum Dienstleister hier, mach mal bitte das genau so,
Dann wird der Dienstleister höchstwahrscheinlich sagen, kommt natürlich sehr auf den Dienstleister an, aber gerade größere Dienstleister sagen dann, nee, Moment, unser Prozess sieht so aus und das ist unser Change-Management-Prozess. Und dann ist es halt nicht so einfach, die eigenen Prozesse, das waren jetzt nur zwei Beispiele, aber gerade auch im weiteren ISMS, verschiedene ISMS-Prozesse, die einfach den Dienstleistern zu geben, dass die diese auch wirklich komplett umsetzen. Sondern hier gibt es halt wirklich nur die Möglichkeit, Anforderungen weiterzugeben, im Sinne von, so oft müssen Backups gemacht werden, so oft müssen Backups getestet werden, gegebenenfalls noch verschiedene Testarten, um das möglichst zu konkretisieren. Aber ja, wie gesagt, der Zugriff eines Dienstleisters ist halt nicht der gleiche, wie wenn die Abteilungen, die für das Management dieser Arbeitsplatzrechner im eigenen Unternehmen sitzt. Genau. Ich habe auch gar nicht so viel dazu zu ergänzen. Mir ist als erstes Beispiel tatsächlich eingefallen, aktuelle Antivirensoftware. Das wäre so ein Klassiker. Wenn Sie Ihre Geräte, Ihre Workstations nicht selbst betreuen, sondern über einen Dienstleister das machen, dann müssten Sie solche Anforderungen einfach weitergeben, sozusagen. Vielleicht sollten wir hier ja grundsätzlich den Kreis sozusagen nochmal schließen. Für mich liest sich die Frage auch ein bisschen so, ich hatte das schon bei dem einen oder anderen Kunden und du vielleicht auch. Manchmal versucht man Dinge, nur weil man selbst nicht so richtig den Zugriff drauf hat, also weil es von einem Dienstleister durchgeführt wird, sozusagen out of scope zu nehmen und damit auch sozusagen in die Schublade zu legen und nicht mehr drauf zu gucken. Das geht natürlich nicht. Nur weil Ihre Arbeitsplatzrechner jetzt vielleicht von einem externen Dienstleister betreut werden, also die klassische IT-Operations extern ausgelagert ist, heißt es nicht, dass Sie damit einen Haken dran setzen können. Sie können entweder über die Anforderungskataloge dann arbeiten, die mein Kollege erwähnt hat, oder Sie holen sich sonstige Nachweise, zum Beispiel, dass der Dienstleister Ihnen wiederum nachweisen kann, dass er ISO 27001 zertifiziert ist, beispielsweise mit dem Anwendungsbereich, wo diese Workstations mit drin sind. Genau deshalb ist das so wichtig. Aber Sie können jetzt nicht einfach nur, weil Sachen quasi über Dienstleister laufen, das Ganze abhaken. Aber sollten wir die Frage damit nicht vollumfänglich beantwortet haben, dann gerne einfach nochmal in den Chat sozusagen die tiefergehende Frage einfach nochmal reinschreiben. Genau. Bis dahin würde ich einfach nochmal zwei Dinge kurz anmerken, die für Sie vielleicht durchaus auch interessant sein können. Und zwar, das Webinar heute war sozusagen der erste Teil. Es gibt noch einen zweiten Teil, nämlich das Thema Risikomanagement. Findet am 23. Juni statt, zur gleichen Uhrzeit, 16 bis 17 Uhr, auch hier natürlich kostenlos. Und dort werden wieder wir beide Ihnen ja einiges zum Thema Risikomanagement erzählen. Risikoanalysen, Risikobewertungen, wie machen wir Risikobehandlungen? Das Ganze natürlich auch im Kontext eines ISMS und auch entsprechend der ISO-Norm 27001 und 27005. Genau. Als zweites haben wir dann auch noch sozusagen als vertieften Einstieg. Das heute, das Webinar ging jetzt ja nur eine Stunde, war wirklich dann natürlich auch, kann man dort nicht so tief reingehen, haben wir ein USD Advanced Seminar zum Thema Betrieb eines ISMS nach ISO 27001. Das ist dann tatsächlich ein Zweitageskurs, der hier auch bei uns vor Ort stattfindet. Mein Kollege Maximilian Müller wird diesen Kurs dann durchführen oder dieses Seminar durchführen, wo es eben ja rund um das Thema Betrieb und Weiterentwicklung eines ISMS geht. Genau, möchtest du noch etwas ergänzen dazu? Oder war das? War eigentlich schon umfänglich erläutert. Also es geht vor allen Dingen darum, hier wirklich tief einzusteigen, nicht nur quasi einmal die Anforderungen kennenzulernen und grob zu erzählen, wie diese jetzt umgesetzt werden können, sondern wir wollen dort anhand von verschiedenen Best Practices, die wir aus verschiedenen Kundenumfeldern bereits kennengelernt haben, zeigen, wie sich die Anforderungen am besten idealerweise pragmatisch im Unternehmen umsetzen lassen und gehen dabei vor allen Dingen auch näher natürlich sowohl auf die Hauptkapitel der ISO 27001, aber im Speziellen auch näher auf das ein oder andere Annexkapitel der 27001 ein. Wunderbar. Gut. Dann ist jetzt noch sozusagen, ja, 16:59 Uhr, genau eine Minute Zeit, wenn Sie noch Fragen haben. Nein, wir werden natürlich noch ein bisschen hier bleiben. Sollten noch Fragen von Ihnen im Chat auftauchen. Ansonsten, ja, bleibt an dieser Stelle für uns nur noch Danke zu sagen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Resttag, Restwochenende
Feiertag vielleicht noch Arbeitstag. Wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und dann hoffentlich bis zum nächsten Webinar zum Thema Risikomanagement. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss.